Vielen Dank für diese nette Begrüßung und sozusagen die Titulierung als Vorbild. Also ich hoffe, ich werde dieser, wir beide werden dieser Würde gerecht werden. Wir beide, Julian Ehal und ich, wir werden berichten über das unter Projekt DILEC SL. Wir sind Teil des Koordinationsteams von DILEC, das heißt, wir haben nicht alles durchgeführt, was mit diesem Projekt im Zusammenhang steht, sondern insgesamt waren ca. 20 Kolleginnen und Kollegen an dieser Hochschule an diesem Projekt beteiligt, die auch wiederum zu unterschiedlichen Fachrichtungen gehören, aber dazu später mehr. Ganz kurz noch zu mir, Robert Riemesch ist mein Name, ich bin Mitarbeiter in der Abteilung für Medienpädagogik, bin dort akademischer Mitarbeiter und ja, im Koordinationsteam von DILEC SL, bin seit auch Projektstart dabei, also jetzt seit ungefähr 3,5 Jahren. Das haben Julian und ich uns vorgenommen für die restlichen 65, 70 Minuten. Jeder von uns hat sozusagen einen Teil. Ich werde berichten über, ein bisschen mehr so generell, über das über die Potenziale des aktiv-produktiven Lernens mit Tablets in der Grundschule. Und der Julian wird dann im zweiten Teil Erfahrungen aus einem ganz bestimmten Teilprojekt von DILEC SL vorstellen, ein Projekt der Ganztagsschule mit dem Namen Lebenslernraum Rosenstrandschule. Ja, und ich lege jetzt erstmal los in einer ganz, ganz kurzen Einführung in das Projekt DILEC SL. Das steht für Digitales Lernen Grundschule in Stuttgart-Ludwigsburg. Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Rosensteinschule in Stuttgart am Norden und der PR Ludwigsburg. Und zu sagen wäre noch dazu, dass DILEC SL in einem Projektverbund steht, in einem bundesweiten Projektverbund, zusammen mit Hochschulen aus mit der PR Gmünd. Die ist dabei, die Uni Hamburg, Potsdam, die LMU München, Bremen ist auch dabei, also insgesamt sind wir 6 Hochschulen und gefördert wird das Ganze von der Telekom Stiftung. Und wie gesagt, an allen diesen 6 Hochschulen hat man sich mit digitalen Medien an der Grundschule auseinandergesetzt. Was waren die konkreten Projektziele hier bei uns in Ludwigsburg? Also einmal wollten wir digitale Medien, insbesondere Tablets, in die Lehrkräfteausbildung reinholen, also sagen, wie bringen wir das eigentlich unseren Studierenden bei, mit digitalen Medien im Unterricht zu arbeiten. Zweitens sollten dann auch in Seminaren, die dann durchgeführt wurden, auch innovative Lehr- und Lernkonzepte erarbeitet werden. Und drittens, was ganz wichtig war, wir wollten, dass die Fachdidaktiken und die Medienpädagogik zusammenarbeiten. Und letztendlich wurden also Tandems gebildet, zum Beispiel aus der Fachdidaktik Musik, aus Englisch, mit jeweils einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin aus der Abteilung Medienpädagogik. Und insgesamt wurden 8 Teilprojekte durchgeführt. Ich habe hier mal alle aufgelistet, also Sie sehen es, aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, wo jeweils, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen aus den Fachdidaktiken und der Medienpädagogik zusammen Seminare durchgeführt haben. Und ich habe jetzt mal das rote umrandet, das ist das Teilprojekt 7 über den Englischunterricht. Das ist ein Teilprojekt, wo ich mitgewirkt habe und aus dem ich auch später einige Beispiele zeigen werde. Was waren so die Arbeitspakete in den Seminaren? Vielleicht eine Frage vorweg. Hat jemand von Ihnen teilgenommen an einem DILEC-Seminar? Ich sehe keiner. Es steht auch niemand auf. Deswegen niemand. Gut, sehr gut. Dann gibt es auch keine Wiederholungen. Also Ziele in diesen Seminaren jeweils war, dass die Studierenden eine eigene Unterrichtseinheit erarbeitet haben zu einem bestimmten Thema. Und diese Unterrichtseinheit sollten sie dann auch mit digitalen Medien durchführen, und zwar an unserer Partnerschule, der Rosensteinschule.
Und diese ganzen Unterrichtsversuche wurden auf Video aufgezeichnet und diese Aufzeichnungen sollten dann den Studierenden bei der Reflexion dieses Unterrichtsversuchs behilflich sein. Also es war von vornherein veranlagt, dass eine Verknüpfung von Theorie und Praxis stattfindet in diesem Seminar. Und das wäre jetzt auch die letzte Folie zu der DLEG-SL-Einführung. Noch ein paar Worte zu der Besonderheit der Rosenstein-Schule. Also Sie sehen es an den Daten, es ist wirklich eine spezielle Schülerschaft, die diese Schule besucht. Und es war doch eine sehr, zum Teil eine sehr große Herausforderung für die Studierenden, ihre Unterrichtsversuche zu halten, weil es für viele war es natürlich erstmal ungewohnt, überhaupt vor der Klasse zu stehen, dann mit diesen technischen Geräten zu arbeiten und dann auch noch mit Schülern, die zum Teil große Lernschwierigkeiten haben. Beziehungsweise es gab auch wirklich ein sehr, sehr breites Leistungsspektrum unter den Schülerinnen und Schülern. Ich habe es vorhin schon erwähnt, im Projekt haben die allermeisten Teilprojekte auf Tablets gesetzt. Warum eigentlich? Es ist so, dass wir glauben, dass Tablets oder insbesondere Tablets, wenn es um digitale Medien geht, sehr große Stärken haben. Und drei zentrale Stärken in Lehr- und Lernprozessen habe ich jetzt mal festgehalten. Das ist die Multimedialität und Digitalität, die Mobilität und die Nutzerfreundlichkeit von Tablets. Und einfach mal das kurz zu verdeutlichen, was ich mit Multimedialität und Digitalität meine. Ein Tablet hat sehr, sehr viele Schnittstellen. Zwei Kameras, eine hinten. Aber man sieht es gar nicht, ne? Also wir haben hinten eine Kamera, wir haben, ja, sieht man jetzt, wir haben vorne eine Frontkamera und wir haben zwei Mikrofone, das sind die zwei Löcher neben der Rückkamera. Darüber hinaus noch viele weitere Schnittstellen, auch Schnittstellen, die jetzt nicht äußerlich sichtbar sind, aber allein schon die Kamera und das Mikrofon bieten völlig neuartige Möglichkeiten. Also ich kann Fotos aufnehmen, Videos aufnehmen, Töne, Stimmen aufnehmen und ich kann die sozusagen ohne Medienbruch in einem Gerät verarbeiten. Also früher musste man ja noch sozusagen, wenn man mit Fotos arbeiten wollte, mit kleinen Digicams fotografieren, die dann per Kabel übertragen auf den Computer. Das können Kinder heutzutage alles selber auch mit einem Gerät. Ich denke mal, die meisten von Ihnen wussten, dass so ein Tablet Kamera Mikrofon hat, aber wie Sie sehen, ist so ein Tablet auch ein tolles Lehrertool. Also ich kann es als Dokumentenkamera gebrauchen, sozusagen auch als mobile Dokumentenkamera, wenn ich zum Beispiel bestimmte Gegenstände Schülern ganz groß zeigen will. Aber das sozusagen das Tablet als Lehrertool wäre nochmal eine ganz eigene Fortbildung, eigenen Workshop wert. Mobilität, wie gesagt, ich kann damit rumlaufen, auch die Schüler sind damit mobil und können ganz neue Lernorte erschließen. Und Tablets sind unglaublich nutzerfreundlich, insbesondere für Grundschulkinder. Ich meine, bevor Sie ein Kind mit einem PC arbeiten lassen, müssen Sie erstmal ein paar Einheiten Maustraining oder Tipptraining mit den Kindern machen, bevor die überhaupt damit umgehen können. Mit einem Touchscreen machen die das die Kinder intuitiv. Das gleiche gilt auch für Apps. Im Gegensatz jetzt zu PC-Anwendungen wie Word oder Photoshop, das sind ja wahnsinnig komplexe Anwendungen. Im Gegensatz dazu sind viele Apps sehr, sehr, sag mal, vereinfacht, wenige Funktionen beschränkt und dadurch auch sehr kindgerecht gehandhabt. Also sie verlieren sehr wenig Zeit mit der Einweisung in die Technik. Dadurch gerät die Technik auch viel mehr in den Hintergrund und Sie können sich viel mehr auf die Inhalte konzentrieren. Und
Und da wir jetzt schon von Apps sprechen, möchte ich Ihnen mal kurz so eine Kategorisierung von Apps zeigen, auch mit ein paar Beispielen, die ich zeigen werde. Kategorisierung von Apps. Man findet viele Kategorisierungsvorschläge im Internet zu Apps. Allerdings richten die sich sehr häufig nach bestimmten nach Funktionsumfängen, wie zum Beispiel hier sind die Video-Apps, hier sind die Präsentations-Apps. Für mich war es viel interessanter, Apps mal nach möglichen Lernszenarien und nach einer Anwendungsbreite auch zu kategorisieren. Und auf diese fünf Kategorien bin ich gekommen, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Zum einen Apps zur Unterrichtsorganisation und Klassenmanagement. Das sind jetzt erstmal gar keine Apps zum Lernen, sondern sind eher Lehrer-Apps. Also zum Beispiel eine App wie meine Klassenmappe, eine Art digitales Klassenbuch, wo ich natürlich auch Beurteilungen auch festhalten kann. Aber auch wie Slido, ein Tool, mit dem ich Umfragen oder auch zum Teil auch anonymes Feedback auch unter den Schülern durchführen kann für meinen Unterricht, dadurch auch die Klassenführung kommunikativer gestalten kann. Jetzt aber wirklich zu den Lern-Apps. Das sind jetzt zum Beispiel die fächerbezogenen Apps. Das sind also eher Apps, die vorgefertigte Inhalte liefern und daher eine eher geringere Anwendungsbreite haben. Also wie zum Beispiel digitalisierte Schulbücher von den Verlagen, aber auch zum Beispiel so sogenannte Drill-and-Practice-Apps, also ein Stück weit digitale Arbeitsblätter, wo ich zum Beispiel das 1x1 üben kann und ein automatisches Feedback kriege, also so recht ähnlich zu dem analogen Lernen auch. Aber auch Simulationen, wie zum Beispiel die Frog Dissection, wo ich also virtuell einen Biologieunterricht einen Frosch aufschneiden kann und gucken kann, was drin ist. Für mich jetzt interessanter sind jetzt schon die sogenannten OER, Lehr- und Lernplattformen. OER steht für Open Educational Resources, also freie Lern- und Lerninhalte, die es zum Beispiel auf YouTube gibt. Da gibt es ja unzählige Lernvideos und ich kann selber auch natürlich Inhalte auf YouTube einstellen. Oder wer von Ihnen kennt Kahoot? Ah, da gehen schon einige Hände. Das hat es wirklich auch schon in die Hochschullehre geschafft. Ein Quiz-Tool. Wer von Ihnen kennt Pixabay? Pixabay hattest du auch verwendet in deiner Präsentation, habe ich gesehen, Thomas. Also eine sehr schöne Plattform, wo man lizenzfreie Bilder und Videos, aber auch Illustrationen, die man downloaden kann und für eigene Materialien verwenden kann. Und das ist natürlich auch nur ein Beispiel, es gibt natürlich viele weitere. Das sind also alles Lehr- und Lernplattformen, wo ich also Inhalte recherchieren, erstellen, aber auch teilen kann. Dann unterscheide ich eine dritte Kategorie, die prozessorientierten Apps. Ich habe es mal mit den drei Ks zusammengefasst. Ich kann damit kollaborieren, kommunizieren und kompilieren. Würde ich jetzt in der Grundschule wahrscheinlich eingeschränkt einsetzen, wahrscheinlich eher was für die weiterführende Schule. Kennt Padlet jemand? Zwei Leute? Drei Leute? Also es ist so eine Art virtuelles Whiteboard, worauf ich jegliche Dateien hinterlegen kann, von Videos, Sprachaufnahmen, Texte. Ich kann die auch verknüpfen, ich kann die Kategorien zuordnen und ganz wichtig, kann ich auch kollaborativ arbeiten. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool und durchaus, denke ich, immer auch für die Grundschule denkbar. Es gibt auch Projekte an der PH Gmünd, die haben zum Beispiel mit Skype im Englischunterricht Videokonferenzen zu englischsprachigen Schülern geschaltet, um auch Schülern wirklich realitätsgetreue Sprachanlässe zu liefern, also auch eine tolle Möglichkeit. Das Lernen mit Social Media sehe ich noch sehr, sehr stark vernachlässigt, hat unglaubliche Potenziale auch für Lehrende, aber das ist sicherlich dann eher was für die weiterführende Schule bis hin ins Studium. Ja, und
sozusagen die sogenannten Königinnen der Apps, dazu komme ich jetzt, das sind die, ich nenne sie produktive Apps. Das sind also Apps, mit denen ich, die mir eine sehr, sehr große, vielfältige Anwendungsbreite liefern, in denen ich kreativ, schöpferisch arbeiten kann. Also meistens ist es so, dass ich, dass man mit diesen produktiven Apps, man fängt da praktisch an einem leeren Blatt an und fügt selber sämtliche Inhalte ein. Zum Beispiel der Book Creator ist ein sehr, sehr bekanntes, auch verbreitetes Tool, mit dem ich multimediale E-Books erstellen kann. Puppet Pads, da werden Sie auch noch einige Beispiele sehen im Verlauf des Vortrags, ein Animationstool. Aber selbst mit der Kamera und dem angeschlossenen Mikrofon kann ich schon sehr kreativ werden. Oder ich kann einfach ein Rollenspiel filmen, mir es nachher anschauen und auswerten mit den Kindern. Also da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und bei D-Lag hatten wir auch die Ausgangsthese, dass gerade mit dem aktiv-produktiven, mit dem schöpferischen Arbeiten, dass da eigentlich die größten Lernpotenziale von digitalen Medien liegen. Und deswegen haben wir uns auch in D-Lag SL auf diese Apps konzentriert. Wenn Sie sagen, das haben wir noch nicht genug Apps, die ich vielleicht mal ausprobieren oder kennenlernen will, ich habe hier mal einen Link von einem Blogger, der selbst auch Lehrer-Fortbildner ist, der Jens Lindström, der kommt aus dem hohen Norden. Der hat nicht, dem war es zu wenig, eine App-Liste zusammenzustellen, sondern der hat eine Liste von App-Listen zusammengestellt. Also er hat wirklich das ganze deutschsprachige Netz durchforst nach Leuten, die sich Gedanken gemacht haben, was vielleicht eine geeignete App-Sammlung für Lehrende sein könnte. Und genau da oben ist der Link. Diese Präsentation bekommen Sie ja auch über den Moodle-Kurs. Das heißt, Sie müssen das jetzt nicht abschreiben, sondern können das dann ganz in Ruhe dann in Moodle aufrufen.